Heute sprechen wir bei Stativ über ein Gerät zur Motorreinigung und über die Autodoktoren. Und es wird schon ein bisschen weihnachtlich. Ein bisschen. Ja, okay. Hallo in die Werkstatt. Und willkommen zu einer neuen Folge Startube. Endlich sind wir mal wieder in unserem Studio, oder Markus? Ja, ich glaube, wir waren jetzt seit 3 Monaten nicht mehr zusammen hier. Das war es noch Sommer. Ja, weil wir immer für euch so viel unterwegs sind. Und diesmal ist Emma bei Liquimolli in Ulm und er hat News zur Motorreinigung. Emma, ab! Wenn ein Kunde mit einem Auto zu euch kommt, das viel Sprit verbraucht und dabei wenig Leistung liefert, dann wisst ihr natürlich sofort, der Motor ist zu. Ja, was kann die Ursache dafür sein? Zum Beispiel die Injektoren, zum Beispiel die Abgasrückführung oder auch die Ventile. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Alles austauschen, alles erneuern oder reinigen. Ja, und Rainer von Liquimolli zeigt uns heute mal Variante 2, das Reinigen. Genau. Mit unserem JetCleanTronic 2 ist es möglich, das gesamte Kraftstoffsystem und Ansaugsystem zu reinigen, ohne hierzu die verschmutzten Bauteile ausbauen zu müssen. Und das sowohl für Benzin- als auch Dieselmotoren. Das klingt interessant und wie das ganze System jetzt wirkt, das schauen wir uns jetzt mal am Modell an. Rainer, das System ist jetzt hier am Modell angeschlossen. Was passiert jetzt hier im Motor? Ja, wir sehen 2 Injektoren, die Kraftstoff einsprühen in den Brennraum. Ein verschmutzter Injektor, ein gereinigter Injektor. Während des Reinigungsprozesses mit unserer ProLine JetClean Reinigungsflüssigkeit werden sämtliche Ablagerungen zum Beispiel an den Injektoren entfernt. Somit hat man anschließend wieder eine vollkommene Gemischbildung und eine bessere Motorleistung. Zeitgleich können wir auch das Ansaugsystem reinigen. Auch hier wird mit der entsprechenden Reinigungsflüssigkeit das Ansaugsystem von störenden Ablagerungen entfernt. Also mit dem JetCleanTronic 2 könnt ihr euren Kunden wirklich ein perfektes Reinigungsergebnis liefern und was ganz entscheidend ist, der Vorher-Nachher-Effekt. Denn alles, was an Rückständen aus dem Motor verschwindet, das spürt man dann deutlich beim Autofahren. Ja, und von einem Promi, ich meine den Elmar, geht's zu den nächsten, die Autodoktoren. Sie sind bekannt aus der Vox-Sendung Automobil. Holger und Hans-Jürgen waren vor kurzem bei Virol zu Gast und haben sich die Expert Kids Plus genauer angeschaut. Und auch hier, Film ab! Danke! Expert Kids Plus. Genau, korrekt. Das sind Reparatursätze. Zum Beispiel dieser hier ist ein kompletter Satz für einen Getriebeölwechsel zu machen. Hier sind Schrauben mit dabei. Hier ist eine Büchse, wo der Stecker drin geführt wird. Hier ist ein Ölfilter, das Getriebeöl dabei. Genau, hier kann man vielleicht auch nochmal den Vergleich zeigen. So, und das Interessante daran ist, wenn ich mit diesem Satz diesen Ölwechsel schon einmal gemacht habe, beim nächsten Mal brauche ich diese ganze Wanne nicht mitzutauschen, sondern kann ich hier, weil hier der Filter verschraubt ist, den Filter rausschrauben, den Filter einzeln ersetzen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass sie hier wirklich, ne, dass ihr wirklich nachdenkt und sagt, was können wir verbessern und die Sachen auch wirklich da rein. Im Original ist es nämlich nicht, da muss ich die komplette Wanne tauschen. Wir haben alles dabei, das Auto kommt auf die Bühne, wir können den Ölwechsel durchführen, wir haben das richtige, die richtige Menge an Öl, wir haben das richtige Öl dabei. Ganz und der richtig. Mitarbeiter kann das Ding direkt in einem durchziehen und wir haben nicht noch wieder, ach, da fehlt noch was, jetzt müssen wir noch mal zur OE, also so, das Teil holen. Mhm. Ja, so haben wir das Auto Bühne, Arbeit machen wir fertig und dann raus. Den kompletten Beitrag könnt ihr euch im YouTube-Kanal von Vaiko anschauen und die Kits gibt es natürlich bei Stahlgruber. Mittlerweile schon für mehr als 17.000 Fahrzeuge. Wahnsinn. Dani, ist bei dir schon Weihnachtsstimmung, oder? So ein bisschen? Ja, total. Es ist, steht vor der Tür, es wird langsam kalt und dunkel, aber wir führen uns auch die positiven Seiten vor Augen. Spekulatius, Glühwein, Weihnachtslieder und natürlich Adventskalender. Schön, dass du da so begeisterungsfähig bist, Dani. Wir haben für euch den Adventskalender. Vergesst Haribo, Milka oder Amorelie. Der Vera Adventskalender hat für euch genau die richtigen Inhalte. Das Tolle ist, wir verlosen heute einen. Kommentiert die Sendung mit dem Stichwort bzw. den Stichworten Advent, Advent und gewinnt. Wer sich nicht auf unsere Glücksfee verlassen möchte, kann sich den Adventskalender gefüllt mit 24 Überraschungen in den aktuellen November-Hits bestellen. Wir haben wieder einen neuen Katalog mit dem Titel Lackiertechnik. Der über 200 Seiten dicke Katalog wurde am 1. November veröffentlicht und gibt über alle Themenbereiche des Lackierens einen detaillierten Überblick. Ihr erhaltet den Katalog über euren Verkaufsberater.
Letztes Thema, die Leistungsschau Nürnberg steht vor der Tür. Am 10. und 11. November öffnen sich für euch die Tore und ihr könnt euch von den Besten der Branche beraten lassen. Wir freuen uns auf euch. Ja, das war's für heute von Starttube. Die nächste Folge gibt es am 22. November mit News von der Leistungsschau Nürnberg. Wir freuen uns über euren Daumen nach oben. Wir sagen danke und bleibt immer mobil.